glaube, jetzt wird für den Anfang reicht das auf jeden Fall aber schon wir mal. brauchen halt erstmal so. Und ich meine, verlängern kann man es ja immer noch Ja, einfach. genau, deswegen. Ist jetzt aber noch nirgendwo geschlossen, ne? Nee. Okay. Jetzt aufgesammelt, der Spacko. Mei. Mei, ist dir mal aufgefallen, wenn du die Rohre auf Rohre wirfst, ne? Dass sie dann immer weghüpfen. Ja, voll ätzend. Ja, und ich würde das jetzt gerne aufheben und. Boah, mein Inventar ist so voll! Deshalb müssen wir auch ganz schnell das hier fertig kriegen, damit ich hier ganz schnell gleich die Scheiße loswerde, alles. Ach, da bist du motiviert. Ja, ich will Oder nämlich die was? Scheiße aus meinem Inventar loswerden. Aber warte, erst mal was trinken hier. Na gut, aber hier kann ich ja auch schon mal noch aufkloppen, ne? Hast du nur drei Kisten zufällig? Also drei Doppelkisten? Hier so hin? Oder was? Ja, genau. Okay. Hast du noch Holz für die Ecke hier? Oh, warte. Oh, bei Mammutbaumholz habe ich jede Menge jetzt, aber. Guck mal, habe ich. Ah, okay. Aber wir haben halt den da. Warte mal, da haben wir das so. Dann setzen wir noch einmal, dann kommt ja hier die. Nee, Quatsch. Hilfe, Hilfe! Da, wo du stehst, kommt's, ne? Ah, da muss der Boden noch sexy gemacht werden. Eigentlich ja hier, ne? Ja. Ja, warte, dann gehe ich nämlich schon mal hier runter und leg mal die Leitung da lang, so. Warte, ich hol noch mal Eichelholz, ne? Leckeres Eichelholz. So, erstmal die Leitung hier unten muss auch weg. Ah, jetzt habe ich aber auch wieder schön viele Rohre. Da oben war ja schon geschlossen bis hinten quasi, ne? Da, wo wir gerade gearbeitet haben, ne? Ja, durchaus. Sehr schön. Wohl denn, meine Axt. Ah, hier. Wohl denn, meine Axt. Da ist. Ah, das ist Eichelholz, sehr gut. Wie viel Platz man dahinter aber auch braucht. Ja, aber ich glaube, das ist ja nur wegen den Dreierverbundkisten. Wenn du zwei machst, brauchst du weniger. Oder? Ne, eigentlich nicht. Ne, eigentlich ist nur anders aufgeteilt. Eigentlich könnte man jetzt sogar noch weniger machen. Ja, man könnte hinten den Gang wegmachen, aber ich dachte, den bräuchten wir zum Sortieren, weißt du? Ja. Also musst du ja irgendwo eingeben, wo was hin soll. Ja, den können wir ja auch erstmal lassen, das ist ja besser. Und den Computer den wollen wir nachher irgendwo rechts in der Ecke nehmen, einen riesigen Lava-Tank mit Thermalgeneratoren. So, jetzt habe ich keine Dingens mehr. Also jetzt habe ich keine Kisten. Rohre, ja, okay, Kisten mehr, genau, Kisten. Kisten, keine Kiste, das hat er aber falsch gebaut hier. Ja, das ist das falsche Holz, habe ich auch gerade gesehen. Ja, das finde ich echt blöd, ey. Er sieht fast gleich aus und dann so. So ein ganz leichter Unterschied, ne? Ja, das finde ich irgendwie doof. Da müsste irgendwie ein bisschen sich noch abheben von den anderen Dingern komplett. Wie viel hattest du denn immer frei dahinter? Zwei quasi, ne? Drei. Drei, mein Gott, ey. Zwei brauchst du doch für die Rohre und einen noch zum Sortieren dann nachher. Ja. Hi! Denn du bist immer so am Grinsen. Aber doch, das Lager geht doch schon mal dann. Ja, dann können wir nämlich gleich schon mal ein bisschen Scheiße sortieren hier. Weil ich wollte jetzt nämlich schon mal den Kreislauf hier schließen, weißt du? Ja. Damit ich schon mal ein paar Sachen da reinschmeißen kann. Komm, du willst nur sehen, wie es aussieht. ich weiß ja im Prinzip, wie es aussieht. Also ich, ohne Scheiß, mein Lager ist auch nicht schlecht geworden so. Das ist halt alle mit Knöpfen, dass du dann zum Beispiel Hähnchen in die Küche transportierst zum Ofen. Ach so, ja. Und von da aus dann wieder hoch zu einer Kiste im Essbereich. Muss ich mir nochmal ein bisschen angucken. Hör mal. Ja, ich habe gedacht, kann ja nicht sein, dass ich hier mich nicht auskenne. Ne? Also ein bisschen bilden muss ich mich ja dann doch. Eisenpipes, wo meinst du? Eisenpipes? Nee, das wird nicht zusammengefügt. Wer hat denn da schon mal in die Kissen geschmissen? Ich glaube, der Noob. Weil, das soll einmal so im Kreis laufen, Noob, weißt du? Hör mal. Das läuft im Kreis schon. Peter? Achso, ist das schon verbunden? Ja.
Jetzt räumt er das nur in alle Kisten ein. Hier siehst du, es läuft auch schon durch komplett. Nein, dann ist alles durcheinander. Ja, ist ja jetzt nicht schlimm, wir haben ja noch nicht viel reingeschmissen. Doch, obwohl, jetzt, nee, warte, jetzt. Warte, nee, ist noch gar nicht, ist aber noch gar nicht verbunden. Merke ich gerade. Also Erde und die ganze Scheiße, die kann in den Computer dann. Oh, okay. Ja, vor allem die Erde kann in den Computer. Eigentlich kann die Erde direkt aus einem Obsidianrohr in Lava fallen. Ja, guck mal, weißt du noch, wie viele Kisten mit Erde wir hatten letztes Mal? Ja, klar. Ja, ein bisschen Erde brauchen wir ja, komm. Können wir Erde nicht zu Erdstaub zermahlen und dann wieder zu noch mehr Erde zusammenfügen? Boah, das wäre cool. Komm, lass machen. Ja, lass machen. Lass die Erde verbrennen und großvolumiger wieder aufblasen. Genau, Feinstaub. Dann gibt das auch keine Feinstaubplakette hier. Wie spät haben wir eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch nicht mehr so lange hier. Nee, weil ich muss nämlich hardcore pinkeln. Wirklich hardcore, also. Echt? Ja. Warte, ich hole mir einmal Wasser, dann hörst du, wie das Wasser läuft. Das halte ich aber noch durch. Ich will hier raus. Ich brauche hier eine Wartungstür irgendwo an einer von den Seiten. Boah, mein Kater ist so hart am Nerven. Ja, leck mir am Arsch. Oh, da hat mein Handy vibriert, krass, ne? Okay, aber jetzt nicht hin. Ich jetzt keine Lust. Warum nicht? Nee, hab ich. Kann ich ja jetzt nicht, also. Hat ja nur vibriert, war anscheinend nicht so wichtig. So, zack, zack, das ist zu. Bei mir ist das den Sound aus, ne? Bitte? Du hast den Sound ja aus, ne? Nee, ich höre hier Wasser plätschern und so. Blöder Arsch. Ich dachte, ups, Entschuldigung. Oh nein! So. Kein Wasser mehr. Aber ich fände das wirklich cool, wenn wir uns hier zumindest so einen kleinen Wassertank anlegen würden. Weil ist schon nice irgendwie. Ist schon nice. Also. Ja, schon allein wegen dem Style. Vielleicht hier in der Mitte so ein Brunnen oder so. Ja, ja, genau, das habe ich zum Beispiel auch bei mir in der Küche dann in diesem Bunker. Da kommt dann auch, da hat die Küche dann nochmal einzelne Wassertanks, wo dann Wasser ankommt und so. Ja, so hat können wir bauen. Das ist doch schon mal gut hier. Ja, ich baue das mal ein bisschen weiter und zeige dir mal, weil ich da so alles ausprobiert habe. Ja, ja, ist ja gut, weil dann können wir das hier ein bisschen einbauen. Ja, eben, deshalb, weil wenn wir jetzt hier nur super verplant rumlaufen, will ich halt gar nicht, in Wirklichkeit gar nicht wissen, was die Sachen machen. Gut, manche Sachen sind mir auch zu komplex oder, also. Ich hatte ja, ich überlegt, meine, wie gesagt, da muss man ja auch nicht alles bauen, das ist ja Quatsch. Weil ich hatte überlegt, ich wollte echt gerne in dem Bunker ein Atomkraftwerk haben, ne? Ja. Ne? Sicherheitsbunker, ne? Wegen Energie und so, ne? Ja, ja, eben, aber das ist mir zu aufwendig, da habe ich keinen Bock drauf, ey. So, dann können wir das andere Ding hier noch dran bauen, dann hätten wir gleich irgendwann mal Kisten bis hier vorne. So. Ne, Goldpipes haben wir noch nicht. Goldpipes haben wir noch nicht. Was soll das? Janik, geh mal todesmutig in die Mine und hol mal ein bisschen Gold. Nein, tu's nicht, du stirbst noch. Also viele Gegner echt wieder unten waren, ey. Ja, voll Hardcore. Du bist jetzt gerade voll weit weg, kann das? Bin ich? Ja. Ist besser, ne? Sorry. So, dann kommt da noch ein Klotz hin. Also der nächste Raum, in dem ich aufnehme, der hat auf jeden Fall ein Klo dabei. Da sitzt du direkt drauf, ne? Ja, klar. Brauche ich nur quasi das Polster hochklappen und kann direkt scheißen. Dann hört man mich immer kacken dabei. Das ist dann mein Ritual, aber sorry Leute, ich kann nicht anders. Also ich mache das jetzt auch immer schon so. Ich kann nur während des Togethers scheißen. Wie ein Kollege von mir. Ja, ach, Heimscheißer. Ja, ne, der scheißt immer, wenn der hier ist. Ach so, okay. Der ist, weiß nicht, halbe Stunde da und dann dachte ich, geh mal kurz auf Klo. Oder esst ihr vorher irgendwas? Nee. Okay. Machst du jetzt vier noch da draußen, oder? Vier hoch? Ne, ich dachte, ich mach da Holz hin. Und ja, dann so. Holztreppen.
Ja. Da das abgerundet ist. Sollen wir die Decke auch aus Mammutholz machen? Ja, oder in der Mitte halt irgendwie das Marmorzeug, damit das schön hell hier ist. So nach Okay. diesen Holztreppen vielleicht. Also ich weiß nicht, wie das aussieht, aber. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich mach mal die eine Ecke mit dem Okay. Zeug und dann mal Gleich gucken. Zeit, ey, ist doch so ätzend. Was? Irgendjemand versucht mich die ganze Zeit zu erreichen. Hey, Ich was? hab immer alles weg. Alles weg hier, Schlosse. Ah ja, Mist, da ist ja nur der Lichtbug hier oben. Was Ja, soll's? das ist echt blöd, ey. Das ist doof, ne? Hast du zufällig noch ein paar Steine? Könnte man das mal eben ausprobieren, wie das aussieht. Was für Steine? Diese Marmor? Marmor. Ich habe hier 7 Stück. Dass die mal da in die Ecke reinkommen. Oben oder was, oder? Ja, dachte ich so. Quasi die hier weg, so hier die, wo ich keine Spitzhacke mehr für hab. Ja. Sekunde, warte. Die hier oder was? Da oben. Ja, den da, warte, den ich jetzt hau. Ach so, ja. Vielleicht, guck mal, vielleicht da hinten auch so. Ich habe das hier oben auch Ah ja, hingehauen. sehe ich gerade, auch cool. Ja, und dann da oben noch vielleicht, ne? Ja, weißt du, was wir da später reinmachen könnten? Da könnten wir hier diese Lampen reinmachen. Weil es gibt Inverted Lamps, heißen die. Ach so, ja, so Leuchtstoffdinger, ne? Ja, aber Inverted Lamp heißen die halt, weil die, wenn sie nicht bestromt sind, leuchten, ne? Das finde ich persönlich ziemlich cool. Ah, dann kann man die irgendwo hinbauen, irgendwo. Ja, eben. Und vor allen Dingen ist das auch cool, wenn du, was weiß ich, du hast eine Redstone-Steuerung in der Wand, hättest du aber gerne eine Lampe. Dann kannst du halt entweder eine invertierte reinmachen oder eine andere. Dann ist sie halt immer passend an. Ach so, ja klar. Das finde ich auch ganz cool Je so. nachdem, was du drückst. Ja, vor allem halt, wenn du wirklich sehr eng hast und willst dann nochmal eben eine Lampe einbauen. Hatte hier vielleicht noch. Oh. Oh. Ja, es war halt irgendwie kurz am Hakeln. Hier kannst du die drei auch noch haben. Kannst du da oben noch mal ein paar Dinger oder gibst du mir mal eben die Spitzhacke? Ja. Aber wenn mit den Lampen da drin müsste das eigentlich gut aussehen, oder? Mit den. Wenn so ein bisschen weiß abteilen noch das Lager. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Und deswegen haben wir Vize-Bies, damit wir sowas bauen können. Ja, eben, damit man ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und wegen der Portalgun, womit ich dich schön trollen kann. Die Ma. haben Wert. Ja, doch, vielleicht, wie gesagt, also ich habe die bei mir auf der Welt in einer Kiste gefunden, einfach random. Ach so, okay. Dann habe ich auch auf jeden Fall ganz viele Ambosse. Ma. Fallen die auch da durch? Ja, ne? Fällt alles Ja, durch, ich ne? glaube schon. Dann lässt den irgendwo ganz weit runterfallen und über dir genau ein Loch. So stehst du in deiner Wohnung, so kommt ein Amboss von oben. Bam.